unserem Beitrag geht es ja darum, dass Deutschland mit den Ländern im Indopazifik sicherheits- und technologiepolitische Initiativen starten sollte. Aber warum sollte sich Deutschland überhaupt im Indopazifik sicherheitspolitisch stärker engagieren? Schließlich ist die Region weit weg und es gibt auch genug Probleme in der unmittelbaren europäischen Nachbarschaft. Nun ja, im Indopazifik haben wir es mit einer sehr dynamischen und aufstrebenden Weltregion zu tun, die sich auch auszeichnet durch eine sehr starke Einbindung in internationale Handels- und Wertschöpfungsketten. Das ist natürlich für Deutschland als eine global verflochtene Industrie- und Handels- und Technologienation wichtig, dass die Stabilität und der Frieden in dieser Region auch erhalten bleibt. Deutschland und die Europäische Union haben in der Vergangenheit sehr stark von dieser stabilen internationalen Ordnung auch in dieser Region profitiert und haben natürlich ein erhebliches Interesse daran, dazu auch in der Zukunft stärker noch beizutragen. Gleichzeitig ist allerdings auch klar, dieses Engagement darf nicht dazu missbraucht werden, die eigenen prioritären Hausaufgaben, also die europäische Sicherheit und auch die eigene konventionelle Verteidigung zu vernachlässigen. Wie ist denn in diesem Zusammenhang die Entsendung der Fregatte Bayern zu sehen, die im August 2021 von Deutschland aus in den Indopazifik gestartet ist? Die Entsendung der Fregatte Bayern ist Ausgangspunkt eines Engagements in der Region. Und das sollte nach unserem Dafürhalten auch verstetigt werden. Und dafür benötigen wir auch einen eher weit gefassten Sicherheitsansatz, weil eine Dauerpräsenz der Marine im Rahmen des derzeitigen Single Set of Forces der Bundeswehr gar nicht möglich ist. Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr ihre Leitlinien für die Region verabschiedet. Jetzt geht es darum, diese Leitlinien auch zu untermauern durch Handeln. Dazu ist die Entsendung der Fregatte sicher ein wichtiger materieller Beitrag auch, der von den Partnern in der Region gewünscht und jetzt auch entsprechend gewertschätzt wurde. Man muss das aber natürlich auch als ein punktuelles Engagement sehen. Die Kapazitäten der Bundesmarine sind beschränkt. Wir werden nicht jedes Jahr dort Schiffe hin entsenden können, zumindest nicht auf absehbare Zeit. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt darüber nachdenken, wie Deutschland sich auch in Zukunft breit angelegt und substanziell im Bereich der Sicherheits- und Technologiepolitik mit den Partnern, insbesondere den demokratischen Partnern in der Region, engagieren kann. Und zu dieser Debatte möchte unser Papier einen Beitrag leisten. Und was kann Deutschland ganz konkret tun, um sich im Indopazifik langfristig und substanziell zu engagieren? Eine zentrale Handlungsachse der Bundesregierung sollte unserer Überzeugung nach die 2016 begonnene Ertüchtigungsinitiative sein. Die ist auch schon in den Leitlinien zum Indopazifik angelegt, wird allerdings bislang noch nicht so stark genutzt. Worum geht es dabei? Im Bundeshaushalt sind Mittel vorgesehen, Verteilung zwischen dem Auswärtigen Amt und dem Bundesministerium der Verteidigung, die insbesondere darauf abzielen, bestehende Strukturen bei Partnern zu stärken im Bereich der Ausrüstung, der Ausbildung, auch der gemeinsamen Übung. Außerdem sollte Deutschland strategische Wertschöpfungsnetzwerke mit Demokratien in Asien etablieren, insbesondere auch in der Beschaffung von Ausrüstung im Verteidigungsbereich. Was heißt das? Man könnte damit ganz konkret gemeinsame Beschaffungsprojekte ableiten, sich dann auch zumindest in Ansätzen der längst überfälligen Konsolidierung des stark fragmentierten europäischen Verteidigungsmarktes widmen. Dafür braucht es halt den politischen Willen einerseits und auch ein gutes Ökosystem mit Partnern aus Wissenschaft, Industrie und Streitkräften. Entscheidend dabei ist, dass man nur mit derart klaren politischen und auch industriellen Initiativen der konfliktverschärfenden Bipolarität in der Region eine Position des Multilateralismus entgegensetzen kann, die auch mit Fähigkeiten untermauert ist und dann kein zahnloser Tiger mehr ist. Ganz, ganz herzlichen Dank. Tschüss. Vielen Dank euch. Tschüss. Ein Angebot der Konrad-Adenauer-Stiftung. Thank you.